Orion TV, el canal de la belleza. Welcome to my YouTube channel. Tonight, Renata Simons and Johannes Köppel. Bist du nervös? Oh ja. Wie ist es mit Renata zu spielen? Ich bin ja total aufgeregt. Aber die Renate, die gibt einem ja auch so das musikalische Etwas. Ja, also es macht wirklich Spaß mit ihr. Was spielt heute Abend zusammen? Was? Ja, wir machen heute Abend Weihnachtslieder. Okay, dann wünsche ich dir toll, toll, toll. Viel Glück. Ja, bis gleich. Simons. Es ist für mich eine große Ehre, heute euch vorzustellen bei YouTube-Channel Orion TV. Renate, hallo, ja, Renate, hallo, wie geht's dir? Grüß dich. Danke, gut, also es geht mir wunderbar heute. Ich freue mich sehr, dass so viele Gäste gekommen sind und dass ich wieder meine alte Hausmusik aufleben lassen kann. Mandolinen-Gitarrenorchester, da war ich 10 Jahre alt, da habe ich schon an Weihnachten in meiner Heimatstadt Dortmund für Bergleute gespielt. Dieses Orchester spielte an Weihnachten immer für die Bergleute. Und da gab es, und das war in den Kriegsjahren, oder nach den Kriegsjahren, kurz nach den Kriegsjahren, und da gab es immer so wunderschöne Geschenke und da kam ich immer mit einer wunderschönen Weihnachtstüte nach Hause und es war voll gefüllt mit Keksen und es waren auch Südfrüchte dabei und die bekam man nach dem Krieg gar nicht. Und da haben sich meine Eltern immer drüber gefreut und das war also wunderbar. Also daran kann ich mich jetzt noch sehr gut erinnern. Thank you.
Welches Lied kannst du sagen, es ist typisch, typisch deutsch, dass die Deutschen singen an Weihnachten, dass man nicht verlernen kann oder was es am meisten bedeutet? Das bedeutendste Weihnachtslied, das Tannenbaum, das gibt es. Oh Tannenbaum, nein, das ist... sind natürlich alle Lieder, also angefangen von Es kommt ein Schiff geladen und Maria durch einen Dornwald ging. Das sind also die wunderschönen und schönen Weihnachtslieder, Süßer die Glocken nicht klingen. Und ich habe ja nun eine ganze Weihnachts-CD gemacht, wo alle meine Lieblingslieder drauf sind. Und das sind so viele, dass ich keins da herausholen kann, das ein spezielles ist. Also ist also eine ganze Menge, es sind 2 Dutzend, würde ich sagen, 2 Dutzend Lieblingslieder. Ehre, dass du bei Oreos TV und bei Pims Studios in München sehen dürfte oder hier da sein darf. Vielen, vielen Dank und frohe Weihnachten. Feliz Navidad.